Ja, hallo liebe Leute, eine weitere Folge Fishing Planet. Ja, Silvesternacht, es ist schon Neujahr bei mir. Es ist jetzt genau 1 Uhr, also eine Stunde schon das neue Jahr. Ich habe noch ein bisschen geangelt und da ich hier noch die aus dem DLC die Zuckerstangen hatte, bin ich mal auf eine Idee gekommen und der Idee bin ich dann auch nachgegangen, hier zum Makumaku-See, Peru, gefahren und ja, mit dem Boot an meine Stelle hier hinten. Im Moment bin ich ein bisschen mehr hier, in dem Bereich ungefähr, wo die Spitze ist. Da ungefähr stehe ich mit dem Boot, habe gerade da hingeworfen, den letzten gefangen. Und ich habe ganze 19 Stück. Den kann man eigentlich, na gut, kann man drin lassen, aber der zählt nicht mit. 19 Stück von den Eventfischen nochmal gefangen. Von dem, wie heißt der ganz genau? Bröckelnder Krampus Payara. Bröckelnder Krampus. Komischer Name, aber egal. Ja, 19 Stück. Und jo, wie viel habe ich noch von den Zuckerstangen? 73 Stück. Das heißt, ich kann noch 73 mit dem 74 Stück fangen. Und für die 19 Stück gibt es 318.167. Echt Wahnsinn, was da für Kohle bei rumkommt. Und XP sehen wir auch gleich, weil ich werde gleich auf den nächsten Tag vorspulen. So, und da fangen wir an um 16 Uhr. So, und dann schauen wir mal. 139.000 XP. 318.000 Cash für 19 Fische und 74 Stück kann ich noch fangen. Das heißt, ich kann locker insgesamt über 1 Million Punkte machen und knapp 1,5 Millionen Cash. Nur mit diesen Eventfischen. Bis zum 6. Januar kann man die noch fangen. Alle, die genug Zuckerstangen haben, rate ich dann hierher zu fahren. Selbst ohne Premium sind das immer noch 92.000 XP und 212.000 Cash. Also ausreichend. So, genau, hier stehe ich. Aber wieso ist jetzt immer noch Regen? Ich habe da auf 16 Uhr. Wieso habe ich auf. Ich habe da auf 16 Uhr vorgestellt. Was soll denn das jetzt schon wieder? Naja, zahle ich jetzt den einen Bitcoin. Ich bin mir sicher, dass ich auf 16 Uhr vorgespult habe und nicht auf 14 Uhr. Kein Bock auf Regen. So, und dann schmeiße ich abwechselnd hier hin. Und hinter mir rechts. Ah, da ist schon der nächste. Der beißt auch gleich. Ich rate euch vom Boot, den Anker nicht zu schmeißen. Weil sonst habt ihr einen stundenlangen Kampf mit dem. Ups, falsche Richtung. Ich muss ja dem Fisch entgegen, auch wenn ich jetzt rückwärts fahren muss. Er gibt noch mal Gas.
Jetzt hole ich ihn rein. Jawohl. So, da haben wir den ersten für diesen Tag. Wieder ein 27,4er. 27,6, knapp 27,7 ist bis jetzt mein größter. Ihr seht ja vereinfacht schon 7617 XP und 17.200 Cash. So, fahre ich wieder zu meinem Platz zurück. Ja, noch ein Stück weiter. Dann muss ich nicht so weit werfen und brauche nicht so lange zum Einholen. So, mal einmal kurz einsteigen, Anker schmeißen, Anker wieder lichten und wieder aussteigen. Die Plattform vorne. So. Bei mir gehen immer noch Polenböller hoch hier in der Gegend. Und es wurde richtig viel Feuerwerk gestartet, trotz Verbot. Menschen lassen sich nicht alles verbieten. Das Leben lässt man sich nicht verbieten. Und Feiern gehört zum Leben dazu. Finde ich auch gut, dass sie sich das nicht verbieten lassen. Ich lasse mir auch nicht so schnell was verbieten. Die fühlen sich schon langsam wie die Götter da in dem Parlament irgendwie. Denken, sie können uns alles verbieten. Im Namen von Corona. So viele Verbote, die absolut unsinnig sind. Die Menschen werden auch langsam wach, kriegen mit, dass das alles Blödsinn ist, was sie da veranstalten. Nicht alles, aber der größte Teil ist Blödsinn. Dass man die Alten schützt da, weil die gefährdet sind, das ist okay. Dass man Vorerkrankte schützt, ist auch okay. Aber dass man die ganze Bevölkerung in Haft nimmt und die Wirtschaft ruiniert, das tut überhaupt nicht nötig. Aber hier geht es ja nicht um Politik, hier geht es ums Angeln. Das macht auch mehr Spaß. Genau wie Feiern. Feiern macht ja auch Spaß. So, jetzt kann aber langsam mal wieder einer beißen hier. Bin ich doch glatt dafür. Ja, ab und zu zuppelt mal einer, aber ich habe mit Absicht einen 10er Haken drauf, damit nicht der ganze Kleinkram dabei ist. Sondern wirklich nur die großen Krampus-Pajaras. Einmal hat ein Brikon gebissen, ja, der hat sich wohl verirrt. Er hat nicht gemerkt, dass es ein 10er Haken ist, den er gar nicht im Mund kriegt. War ihm wohl egal. Ja, wo ist der nächste? Die Pose treibt immer weiter ab. Ich kann nochmal neu auswerfen. Die ist mir zu weit nach links gewandert mittlerweile.
Ja, komm, nicht nur kurz zuppeln und abhauen, sondern kann ruhig mal ein paar Jahre spawnen, der groß genug ist, um den 10er Haken zu nehmen. Sprich ein Krampus, ein paar Jahre. Oh, ohne Bing, sogar noch mal nachgezoppelt hier. Nochmal. Treibt relativ schnell nach links weg. Hatte ich an der Stelle eigentlich noch nie. Eigentlich ist die Strömung eher entweder hier in meine Richtung oder in die entgegengesetzte Richtung, aber nicht zur Seite weg. Habe ich noch nie gehabt hier. Ah. Hat es nochmal gezuppelt ohne Bing. Ist immer noch derselbe Fisch. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Na komm, nun beiß doch mal. Nee, wir wollen sie nicht. Jedenfalls nicht da an der Stelle. Dann gehe ich wieder zurück zu der Stelle. Bei Sonne haben sie besser gebissen. Jetzt bei Wolke, einer bis jetzt in der ersten Endgame-Stunde. Ingame-Minuten noch, jetzt noch 19. Wenn noch ein zweiter beißt, ist es genauso viel wie bei Sonne. Wenn keiner mehr beißt, ist es die Hälfte. Bei Sonne haben zwei Stück die Stunde gebissen. Ich werde mal ein bisschen tiefer stellen den Köder. Ich habe immer noch sonniges Wetter hier. Gehen wir mal auf 78 cm.
Aber auch da geht nichts ab. Nicht mal ein Bing oder so. Gar nichts. Da war ja hier noch mehr los. Da ist wenigstens Aktivität im Wasser. Auf der rechten Seite ist mehr Aktivität. Jetzt ist auf der linken Seite Aktivität. Was soll das denn jetzt hier? Jetzt will mich das Spiel trollen hier, ne? Ah ja. Und auch sofort einer am kräftig am Zoppeln. Der beißt gleich. Und zwar jetzt. Und da haben wir ihn auch schon. Ein 26er, auch okay, nehmen wir mit. Ich muss mich einmal wieder hinsetzen. Anker schmeißen, Anker wieder hoch. Und weiter geht's. War doch was am Zuppeln. Aber muss was Kleines gewesen sein. Hat nicht weit nach unten gezogen. Ich werfe nochmal neu aus. Nach so einem Fehlversuch. Kann das dauern, bis da wieder ein Fisch spawnt. Jo, da immer noch Silvesterparty ist, ne? Prost, Leute. Ich gönne mir nochmal ein.
Aber wie auch bei Sonne waren es 2 Stück pro Ingame-Stunde. Das dürfte auch gleich links wieder Aktivität sein. War gerade rechts. Diesmal schmeiße ich nicht dahin. Diesmal warte ich, bis links die Aktivität ist und gucke, ob dann einer beißt. Wenn nicht, schmeiße ich nochmal zur Markierung. Ja, aber diesmal kein. Ah, doch. Aber der hat nicht richtig zugebissen. Beim Bing hat er ihn zwar nach unten gezogen, aber nicht wirklich zugebissen. Und so stark nach unten gezogen. Das war bestimmt ein Arapaima. Gut, dann gehen wir dahin. Ja, euch wünsche ich natürlich auch alle ein frohes neues Jahr. Viel Glück und viel Erfolg bei allem, was ihr vorhabt in dem Jahr. Macht auf jeden Fall das Beste draus, aus dem, was euch gegeben wird, an Möglichkeiten. Na, so langsam, ne, könnte mal der nächste beißen. Und dann würde ich sagen, ist das dann auch für das Video okay so mit 3 Fischen, dass ihr ungefähr seht, wie die Bissfrequenz ist bei dem Krampus Payara, dem Bröckelnden. Weiß zwar nicht, wo der bröckelt, aber wird schon irgendwo bröckeln. Boah, ist das zäh. Na, ich werde noch mal zur anderen Stelle.
Und die Pose wandert langsam immer mehr nach links. Darf die Maus nicht loslassen, rutscht sofort hier auf dem Sofa in die Sitzkuhle, wo ich sitze, zu mir hin. Das ist ja auch mal wieder nervig. Aber keine Lust jetzt hier steif am Tisch zu sitzen, schön zurückgelehnt auf dem Sofa. Bild auf dem großen Fernseher. Den ich auch nur als Monitor benutze. Schon lange kein TV mehr geschaut. So, ich werde nochmal neu auswerfen, weil ist mir schon wieder zu weit weg davon geschehen. Na, diese Endgame-Stunde wird wohl nichts mit zwei. Na, hier vorne ist jetzt die Aktivität. Immer da, wo ich gerade nicht stehe mit der Pose. Da ist voll die Aktivität. Gibt's auch gar nicht. Ich versuch's mal ganz woanders. Es war ein langer Weg, aber. Da hinten beißen manchmal auch welche. Ah, jetzt ist da plötzlich Aktivität, wo die ganze Zeit die Pose stand. Das Spiel will einen echt verarschen. Jo, da ist einer dran. Der beißt auch gleich. Der zieht richtig schön weit nach unten die Pose. Komm, zieh ab. Lecker, lecker Zuckerstange. So wollen wir das sehen. Und dann fahren wir ihn entgegen. Es geht ja wunderbar mit dem Elektromotor bei dem Boot vorne. Kann man schön mitlenken und Gas geben vorwärts. Wird die Angel auch nicht so beansprucht. Der zieht uns hier nochmal über den ganzen See. Auch nicht schlecht. Nochmal ein schöner Kampf zum Schluss. Aber jetzt haben wir ihn gleich. Jetzt hat er gleich verloren. Und da haben wir ihn schon. Jo, nochmal ein 25er. 16.200.
Und auch 7130 XP. Ja, 54 Kilo haben wir jetzt mit den drei Fischen. Schauen wir nochmal, was sie bringen. Allein die drei Fische schon 50.000. Da muss man am anderen See einen Kescher voll machen für. Jo, soweit so gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.